Hey Leute, was geht? Euer Tommy wieder am Start und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute haben wir ein cooles Video am Start und zwar gehen wir einfach mal alle Fortuna-Spieler durch und schauen so, wer hat eine gute Saison gespielt, wer hat eine nicht so gute Saison gespielt. Das Ganze machen wir auf so einer Internetseite, das seht ihr gleich. Da habe ich dann einmal drei Kategorien, das ist einmal Top, Neutral und Flop. Das sind so die drei Sachen, die man hier auf jeden Fall, glaube ich, sehr gut nachvollziehen kann. Und das gehen wir jetzt auf jeden Fall durch. Ihr seht mich gleich hier oben rechts irgendwo in der Ecke und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Okay, ich habe mich mal für euch hier unten rechts hingepackt und wie gesagt, ich gucke hier so ein bisschen auf jeden Fall auf den Bildschirm und wir machen das Ganze. Ihr seht, ich habe alle Spieler reingepackt, auch so die, die ja fast gar nicht gespielt haben, so wie so ein King Manu oder ein Sima Suso. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall hier jeden Spieler einmal durch. Ich werde hier nicht nach Reihenfolge gehen. Ich werde immer mal wieder so einen Spieler picken, wo ich der Meinung bin, ich habe da gerade auf jeden Fall was zu sagen. Beziehungsweise gehe ich mal ganz stark davon aus, dass ich zu jedem was zu sagen habe. Und ich würde einfach mal... Komm, wir fangen mal mit Dennis Jastrzemski an. Ist ja letzte Saison zu uns gestoßen, ablösefrei vom polnischen Club. Muss sagen, er hat sich wirklich richtig gut eingefügt. Ich kann mich da an eine Szene ganz besonders noch erinnern. So ein 50 oder 40 Meter Sprint nach hinten gemacht hat und den Ball dann noch von der Linie weggeklärt hat. War einfach überragend vor der eigenen Kurve. Und ich fand generell immer, wenn er seine Einsätze bekommen hat, dann hat er die auf jeden Fall sehr, sehr gut genutzt. Ja, ist natürlich nicht über diese Rolle als Einwechselspieler hinausgekommen, aber dennoch finde ich ihn einen sehr, sehr guten Spieler und glaube einfach, dass der auch so den Konkurrenzkampf auf dieser Seite, auf dieser linken Seite beleben kann, gerade weil er auch hinten links spielen kann und halt vorne links. Das ist halt sehr, sehr geil. Deswegen würde ich ihn sogar tatsächlich auf Top packen. Ebenfalls Top ist Matthias Zimmermann, den können wir hier direkt mal reinpacken. Ich glaube, hier gibt es auch keine zwei Meinungen, also wer den nicht als Top ansieht, weiß ich nicht. Ist irgendwie für mich so eine Person, umso älter der wird, umso besser wird er irgendwie. Also der hat ja gefühlt jede Saison irgendwie nochmal einen Leistungsschub mehr und auch diese Saison wieder sehr überragend. Man hat gemerkt, immer wenn er ausgefallen ist, verletzungsbedingt, dann hat er sehr, sehr gefehlt bei uns. Ja, man war einfach wieder heilfroh, wenn er wieder da ist und ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz, dass wir so einen guten Spieler in den Reihen haben. Dann kommen wir zum ersten Flop meiner Meinung nach und das ist auf jeden Fall Christoph Daferner. Wurde ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg, ihr wisst es, kam auf jeden Fall zu guten Einsätzen. Daniel Thun hat ihn auf jeden Fall immer mal wieder reingepackt und hat ihm das Vertrauen geschenkt. Und meines Erachtens nach hat er es sogar gar nicht mal so schlecht gemacht. Er kam nämlich oft als dieser Spieler rein, der vorne nochmal anlaufen soll, der vorne nochmal stören soll, den Gegner ja Stress machen soll, weil wir hinten liegen. Ich fand, das war die größte Stärke von Christoph Daferner, dieses Anlaufen. Aber darüber hinaus wurde es dann halt auch wirklich schwach. Dann kommen wir zum ersten neutralen Spieler hier an der Stelle. Und das ist für mich Karol Nimczycki. Neutral in dem Sinne, man wusste vor der Saison, er ist die klare Nummer 2. Und ich finde, er hat sogar meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Er hat Carsten Meyer gut Feuer unterm Arsch gemacht. War immer da, hat, glaube ich, zwei Einsätze im DFB-Pokal gehabt. Einen zuletzt in der Liga gegen Magdeburg am letzten Spieltag. Wie gesagt, ich fand, er hat es da auf jeden Fall nicht verkehrt gemacht. Ist er jetzt gewechselt zum SV Darmstadt. Auf jeden Fall hat er so seine Rolle perfekt ausgefüllt. Hat keinen Leistungsschub gehabt. Ist jetzt aber auch nicht komplett schlecht gewesen. Ist für mich halt so ein neutrales Ding. Vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, aber auch hier gehe ich mit neutral. Das ist der gute Kwashi. Ist ja geliehen worden im Winter von Hoffenheim und ist ja auch gerade mal erst 19 Jahre jung. Wurde, glaube ich, auch geholt, weil wir in dem Zeitraum sehr viele verletzten Probleme in der Innenverteidigung hatten und ich glaube, da war man im Zugzwang, dass man auf jeden Fall jemanden holt. Ja, mal gucken, wie er sich nächste Saison einbringen kann. Ist ja, wie gesagt, noch relativ jung. Vielleicht wird das mal was und wie gesagt, auch hier, da war jetzt nicht irgendwie so, er ist der krasseste Spieler, keine Ahnung was. Er ist aber auch meiner Meinung nach nicht gefloppt. Er hat leichte Fehler gemacht, die ja jedem passieren kann, gerade in so einem jungen Alter. Und vor allen Dingen musste er sofort ran. Das war halt auch, sage ich mal, das kleine Problem, ja, dass er halt nicht sich so ein bisschen akklimatisiert kann, das Team kennenlernen kann, sondern er wurde direkt reingeworfen und dann, wie gesagt, kam es zu diesen Fehlern und meiner Meinung nach hat er aber auch ein paar gute Einsätze gehabt und gute Aktionen gezeigt. Ja, einen weiteren Flop dieser Saison würde ich André Hoffmann zuschreiben und zwar, ja, unser Kapitän hat diese Saison eine sehr, sehr schwache Saison erwischt, war lange verletzt, kam dann auch nie in diese Spur zurück, hatte dann zwei, drei Einsätze, die gar nicht gut waren, wo wir, glaube ich, auch verloren hatten und hat dann auf jeden Fall seinen Stamm
Stammplatz verloren. Ist jetzt zum Ende hin der Saison öfter dann nochmal eingewechselt worden. Meines Erachtens muss man das auch ein bisschen positiv beachten. Hat der Mannschaft von außen sehr, sehr gut geholfen. Also so kam es mir auf jeden Fall rüber, dass er von außen sehr, sehr viel dafür getan hat, dass die Mannschaft am Ende trotzdem noch eine erfolgreiche Saison spielen wird. Ja, aber alles in allem würde ich einfach sagen, war das auf jeden Fall keine gute Saison von André Hoffmann. Eine ähnliche Saison, aber mit einem anderen Ausgang, hat für mich Marcel Sobotka gemacht. Und zwar würde ich den hier tatsächlich sogar mit auf Top tun, weil er war auch lange raus, aber immer wenn er wieder dann reingekommen ist und wenn er dann wieder fit war, hat er die Leistung gezeigt. Ich kann mich noch an dem Saisonendspurt erinnern, wo er da, glaube ich, 2-3 Tore sogar vorbereitet hat mit sehr guten Steckbällen. Das ist einfach ein klasse Zweitligaspieler und wie gesagt, also Marcel Sobotka für mich auf jeden Fall ein Top in dieser Saison. Dann kommen wir wieder zu einem neutralen Ding und das ist für mich auf jeden Fall Daniel Bunk. Ich glaube, hier brauche ich auch gar nicht viel drüber reden. Hatte auch mit Verletzungen zu kämpfen oder immer mal wieder auch in den vergangenen Jahren. Deswegen immer so ein bisschen den Anschluss nicht geschafft, so im Profikader. Aber ja, deswegen neutrales Ding auf jeden Fall hier bei Daniel Bunk. Dasselbe, und da mache ich jetzt auch keinen großen Talk mehr draus, ist dasselbe bei King Manu, ist meiner Meinung nach auch ein sehr junger Spieler, der Leistung angeboten hat bei uns in der Profimannschaft und kam ja auch zu relativ gut vielen Einsätzen meiner Meinung nach, also wurde schon öfter mal eingesetzt, wie gesagt, gerade auf dieser Position war einfach dieses Jahr auch sehr viel Verletzungspech am Start, da hat man so einen King Manu aus der zweiten Mannschaft auf jeden Fall gebraucht und ich finde, wie gesagt, er hat seine Sache auf jeden Fall nicht schlecht gemacht und ich finde ihn von all diesen jungen Kerlen, der mit dem größten Potenzial, wo ich sage, der könnte in den nächsten Jahren auf jeden Fall dann für die Fortuna mal in der Startelf landen und da auflaufen. Das kann ich mir sehr gut bei ihm vorstellen, weil er bringt halt einfach alles mit, was man so braucht als Innenverteidiger. Er ist groß, er hat die Schnelligkeit, er geht gut in Zweikämpfe und wie gesagt, ich will gar nicht so viel jetzt hier drum rumreden. Das ist ein Jugendspieler, für mich auch hier ein neutrales Ding. Und da würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall weiter hier. Ja, und ebenfalls neutral würde ich auch die Saison von Nicolas Gaboury sehen. Sehr viel Verletzungspech gehabt, hatte auch eine Zeit lang, glaube ich, da irgendwie private Probleme. Da weiß ich nicht genau, was da passiert ist. Ich glaube, es ging um einen Todesfall, glaube ich, in der Familie. Also er hatte auch privat dann einfach nicht so die leichteste Saison jetzt dieses Jahr bei der Fortuna. Dennoch würde ich sagen, immer wenn er dann wieder da war, fit war, hat er die Leistung gezeigt. Er hatte hier und da natürlich auch mal Spiele, die nicht so gut liefen. Die hatte jeder von der Fortuna diese Saison, würde ich sagen. Gaboury hat trotzdem Leistungen gezeigt und hat auf jeden Fall das gemacht, was man von ihm verlangt hat und nichts mehr, nichts weniger, deswegen neutral. Eine für mich bockstarke Saison hat aber Yannick Engelhardt gespielt, ist ja gekommen von Freiburg 2, ja, hat eine sehr, sehr starke Saison gespielt, ist mittlerweile auf dem Zettel von ganz vielen Bundesligisten und ich hoffe für Fortuna, dass wir den auf jeden Fall halten können, weil das ist mit Sobotka, ich finde, ich sage das immer wieder, aber ich finde, Sobotka und Engelhardt sind für mich irgendwie selbe Person in einem, außer dass der eine jung und der andere alt ist. So. Ich finde, Sobotka und Engelhardt sind so einfach spielerisch, einfach 1:1 derselbe Spieler. Ja, du hast halt einen jungen Yannick Engelhardt, der schon meiner Meinung nach sehr, sehr reif ist für sein Alter. Und wie gesagt, der hat eine richtig geile Saison gespielt. Ein sehr, sehr guter Spieler auf jeden Fall für die Fortuna. Wie gesagt, ich hoffe, wir können ihn halten. Sehr, sehr starker Mann. Auch eine starke Saison, aber wo ich eher sehe, dass wir es nicht packen werden, diesen Mann zu halten, das ist natürlich Ao Tanaka. Der hat einfach eine super Übersicht, ist so der Motor des Spiels von Fortuna. Und wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Fortuna den halten wird. Aber dennoch muss man ganz klar sagen, hat Tanaka eine sehr, sehr geile Saison gespielt. Meiner Meinung nach den Höhepunkt, den er diese Saison erreicht hat, war das Spiel gegen Lautern, wo er die 2 Tore beigesteuert hat und das 4:3 geschossen hat zum endgültigen Tollhaus der Fortuna, wo alle nicht mehr dran geglaubt haben und Fortuna dann doch das Spiel mit 4:3 gedreht haben. Es war einfach einer der geilsten Spiele dieser Saison. Und das darf sich auf jeden Fall Tanaka mit auf die Fahne schreiben. Ja, dann machen wir es auch kurz und knapp bei Dennis Gorka, ein junger Keeper, der uns jetzt auch verlassen wird. War auch eine ganz klare Rolle vor der Saison, dass er die Nummer 3 ist und mehr in der zweiten Mannschaft eingesetzt wird, wie eigentlich in den letzten Jahren. Ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste für seine Karriere. Ich hoffe, er findet einen Verein, wo er die nötige Spielzeit bekommt und ja, hoffe einfach, dass da alles gut bleibt. Hier würde ich auch niemals von einem Flop sprechen. Das ist auch ein neutrales Ding, meiner Meinung nach. Ja, und dann kommen wir zum nächsten ausgeliehenen Spieler und das ist Marlon Mustafa. Meiner Meinung nach auch hier
im Neutralsektor zu finden. Er hat einfach zu wenig Einsätze bekommen unter Daniel Thune. Hatte, wie gesagt, diese kurze Phase, wo er dann auch öfter mal eingewechselt worden ist. Aber hinten heraus hat dann wirklich immer so als Einwechselspieler irgendwie da Ferner oder ein Jonah Nimic so den Vorzug erhalten. Und deswegen will ich ihn gar nicht mal irgendwie eine Qualität absprechen. Für mich ist das hier auch auf jeden Fall der neutrale Sektor einfach. Auch im neutralen Sektor würde ich Takashi Uchino sehen. Ist auch ganz klar seine Rolle, dass er so diese Backup-Lösung auf der Rechtsverteidigerposition ist. Wird auch öfter in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Auf die abgelaufene Saison ja betrachtet, würde ich einfach sagen, war das neutral. Immer wenn er reingekommen ist, hat er so seinen Impact gebracht. Ist für mich halt einfach auch hier ein neutrales Ding. Ja, ich glaube, für den nächsten Move könnte der eine oder andere Fortuna-Fan jetzt hier in den Kommentaren vielleicht ein bisschen, ja, stänkern, sage ich mal. Aber für mich gehört auf den Flop-Sektor, und das ist der letzte Spieler im Flop-Sektor, weil den Rest sehe ich hier nicht bei Flop, und das ist Jordy DeWeyse. Warum im Flop-Sektor? Ja, meiner Meinung nach hatte man vor der Saison höhere Erwartungen an den Spieler. Ist ja ein erfahrener Spieler, hatte uns damals, glaube ich, 2 Millionen Ablösesumme gekostet, und man ist ganz klar mit dem Gedanken in die Saison gegangen, dass er und auch André Hoffmann so unsere Innenverteidigung bilden, die erfahrenen Männer. Hinten heraus ist es ja komplett anders gekommen. Ein Siebert, ein Oberdorf haben die Innenverteidigung gebildet, und gerade die beiden genannten Hoffmann und DeWeyse hingen dann einfach hinterher. Natürlich auch Verletzungspech bei Jordy DeWeyse gewesen, dennoch meiner Meinung nach, auch immer wenn er dann wieder fit war, hat lange gebraucht, dass er wieder in diesen Rhythmus gekommen ist, und hat es auch lange gedauert, dass er wieder die Leistung gezeigt hat, die er ja gezeigt hat, als wir ihn verpflichtet haben. Und meiner Meinung nach ist er hier bei mir, also er war ja nicht komplett scheiße oder so, das will ich ja auch gar nicht sagen, er hat auch seine guten Spiele gehabt, aber von dem, was man erwartet hat, wurde wenig erfüllt, würde ich einfach sagen, deswegen sehe ich ihn hier bei Flop. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall jetzt hier noch ganz viele Spieler, und die bilden ja auch so gefühlt die Startelf. Die einzigen, die jetzt nicht dazugehören bei der Startelf, ist ein Jonah Nimic, und auch ihn würde ich trotzdem zu Top hinzufügen. Gerade die Spiele bei Magdeburg im Pokal, wo er das Spiel alleine entscheidet, die 2 Tore am Ende macht, generell die Last-Minute-Treffer, die er so gemacht hat, und auch die Einwechslungen. Er bringt immer einen frischen Wind mit. Er ist immer, ja, hungrig, auch gerade so ein Spiel gegen Hertha, wo er da die 2 Elfmeter rausholt. Genau das sind ja auf jeden Fall auch seine großen Stärken. Hier von neutral oder gar Flop zu sprechen, wäre ein Skandal, deswegen der gute Mann ist auf jeden Fall auch auf Top. Ebenfalls Top, und ihr habt das Trikot im Hintergrund gesehen, Jamie Siebert, mein Lieblingsspieler die Saison gewesen bei der Fortuna. Ich habe mir das Trikot tatsächlich vor der Saison gekauft. Ich kann mich sogar noch ganz gut erinnern, ich glaube es war 2. oder 3. Spiel Tag im Block, war irgendwie jemand hinter mir, ich hatte Siebert-Trikot an, und Siebert hatte in dem Spiel einen Fehler gemacht, der zu einem Gegentor geführt hat. Da hat er noch so gerufen, wie kann man Siebert-Fan sein, hat er gesagt. Und das ist sowieso generell so ein Thema bei Fortuna-Fans. Ich finde, es wird so schnell immer auf einen Spieler draufgehauen. Auch ein Siebert ist noch jung, kam gerade frisch von der Leihe, hat da sehr viel Spielpraxis gesammelt. Klar, dass er nicht sofort in der zweiten Liga direkt alles richtig macht. Es ist auch klar, dass er seine Fehler machen wird. Aber hinten heraus hat man, denke ich, gesehen, dass Siebert auf jeden Fall ein richtig starker Mann ist. Und das ist meiner Meinung nach sogar einer, der in den nächsten Jahren richtig was bewirken kann im deutschen Fußball. Spielt ja auch, glaube ich, in der U23 in der deutschen Nationalmannschaft. Und auch da kriegt er das Vertrauen auf jeden Fall entgegengebracht. Das ist für mich ein sehr, sehr starker, junger Innenverteidiger, der auch, wie gesagt, alles mitbringt. Für ihn würde ich sogar vielleicht eine neue Kategorie einfügen. Ja, dann kommen wir zu meinem, ich glaube, wenn ich mir das hier mal alle angucke, ja, kommen wir zu meinem neutralen Spieler, und das ist Sima Suso. Das ist hier der letzte im neutralen Sektor. Ja, auch hier das Ding, wenn er verletzungsfrei bleibt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall ein Bestandteil im Profikader wird und sogar unseren Mittelfeldspielern eine gute Konkurrenz sein kann. Ja, ich will das Video jetzt auch gar nicht mehr unnötig lang halten. Ihr werdet es sehen. Ganz viele Spieler hier sind einfach aus unserer Startelf, und ich brauche, glaube ich, über jeden Einzelnen jetzt nicht mehr so viel sprechen. Jeder von denen bringt seine Qualität mit. Ob es ein Emma Ioa ist, der sehr viele Positionen bekleiden kann, ist für mich ein Top-Spieler. Tim Oberdorf, sehr, sehr gute Saison gehabt. Hat ja, glaube ich, so in der Hinrunde gefühlt gar keinen großen Impact gehabt, so auf die Startelf. Aber ich fand, er hat es dann richtig gut gemacht, als er nach dieser Erkrankung, er hatte dieses Pfeifendrüsenfieber, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall hatte er da irgendwie so eine Krankheit und war länger raus. Dann kam er wieder, und dann gehörte er eigentlich mit zum Aufgebot in der Innenverteidigung.
Anfang an mit Jamil Siebert. Das haben die über eine lange Strecke sehr, sehr gut gemacht, die beiden. Auch in der Kategorie Top, obwohl er nicht mein Lieblingsspieler ist, was seine Spielweise angeht, ist Vincent Vermey. Ein Stürmer wird an Toren gemessen. Die hat er auf jeden Fall gemacht diese Saison. Ich glaube, es waren am Ende 13 oder 14 Tore, die er gemacht hat. Ja, aber dennoch, wie gesagt, muss man einfach sagen, dieses Stürmerprofil, gerade dieses Strafraum, großer Stürmer, passt einfach gut in dieses Zweitligasystem und deswegen hat er auch gute Tore gemacht, beziehungsweise hat er natürlich auch von unserer Offensive profitiert, die natürlich dafür gesorgt haben, dass wir halt viele Chancen kreieren. Dann haben wir unsere beiden Mittelfeldstrategen. Wie gesagt, ich will jetzt noch nicht mehr komplett drauf eingehen. Johannesson ist ein sehr, sehr guter Mann, wurde ausgeliehen von Kopenhagen und ich hoffe, dass Fortuna irgendwie schafft, diese Kaufoption von ihnen zu ziehen, weil ihn sehe ich auf jeden Fall ganz klar auf dieser fehlenden Tanaka-Position, die sich dann auftut, wenn Tanaka dann wechseln wird. Und ja, ich finde, du hast einfach einen Spieler, der letzte Saison in deinem Kader war, der 2 Millionen Ablöse kostet, mit dem du nichts falsch machen kannst, der sehr, sehr jung ist noch, sehr viel lernen kann und der meiner Meinung nach genau diese Tanaka-Position 1:1 ersetzen kann. Ich hoffe, dass wir den behalten können. Und auch Appelkamp hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ich finde, tatsächlich immer ein bisschen wenig Spielzeit bekommen unter Daniel Thun, wenn er dann auch wieder fit war. Er war ja auch mal öfter verletzt und hat dann meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Spielzeit bekommen. Aber das dürfte sich nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder ändern. Und Felix Klaus ist meiner Meinung nach natürlich auch sehr, sehr top und gehört hier auf jeden Fall auch mit in dieses Ranking rein. Dann haben wir noch Florian Kastenmeier. Brauche ich auch nichts drüber sagen. Gesetzte Nummer 1 vor der Saison. Dieselbe Leistung gewünscht wie in der vorherigen Saison. Ich finde, er hat sogar noch mal mehr getoppt. Ich fand, er war noch mal eine Schippe besser als die Saison davor und ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr solider Rückhalt. Schon letzte Saison waren sehr viele Bundesligisten an ihn dran. Ich glaube, Mainz und auch Augsburg hatten da Interesse. Ja, diese Saison kann ich mir das auch wieder sehr gut vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Verein, der einen Keeper sucht, auch bei Kastenmeier hellhörig wird. Aber da gehe ich auch mal ganz stark davon aus, dass der bei der Fortuna bleiben wird. Und ich sehe gerade, ich habe einfach Christoph Zollis vergessen. Ja, Mann der Saison, würde ich einfach sagen. Für ihn könntest du hier wirklich eine neue Kategorie wirklich einfügen. Der ist unser bester Mann gewesen diese Saison. Ich glaube, 34 Score am Ende gesammelt in allen Wettbewerben und er war alles. Er war Antreiber, er war Vorlagengeber, er war top. Also er hat einfach wichtige Tore geschossen. Er hat immer für diese magischen Momente gesorgt, dieses... Du hast irgendwie so gemerkt, okay, du bist am Drücker, irgendwie fällt das Tor nicht und dann gibst du ihm den Ball, er zieht nach innen und macht irgendwas Besonderes und der Ball ist drin. Also er war diese Saison einfach der stärkste Spieler und wie gesagt, Zollis kommt natürlich auch in Top rein, wie gesagt, für den vielleicht sogar wirklich eine komplett eigene Kategorie. Ja, und dann würde ich sagen, war es das hier auf jeden Fall von dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr ja so einer ähnlichen Meinung seid wie ich, dann gerne das Video liken und ein Abo dalassen. Das ist kostenlos und kostet euch nichts. Ja, dürft ihr sehr gerne machen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, wen ihr wo gesehen habt, ob vielleicht da noch einer in Flop gepasst hätte, ob einer von Neutral noch im Top gepasst hätte oder sonst was. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.